Hallöchen, ihr der Nalef hier und willkommen zurück bei Fallout 76 Wastelanders, wo es weitergeht mit einem neuen Update, das seinen Weg ins Spiel gefunden hat. Endlich. Wie man oben an der Quest erkennen kann, geht es um das Event Ein kolossales Problem. Und das will ich jetzt gerne mal irgendwie hier anfangen, diese Pre-Quest und was auch immer das sein wird, mal zu gucken, was mich da wartet. Und ich muss mit Maggie über das Bergwerk Mononga reden. Schauen wir doch mal, wo sie ist. Da unten bei Foundation. So, mal schauen, wo die liebe Maggie ist. Seltsam, dass du dein Wort gefunden hast. Hier hinten. So. Hallöchen. Hallo. Ich heiße Maggie und suche jemanden, der für mich ins Bergwerk Mononga geht. Ich bezahle für alles, was du über einen Mann namens Earl Williams rausfindest. Er war mein Papa. Das Bergwerk war vor dem Krieg schon dicht, aber du siehst einfallsreich aus. Meinst du, du kannst mir helfen? Klar, aber zuerst brauche ich mehr Informationen. Klar. Also, was willst du wissen? Wie ist er im Bergwerk Mononga gelandet? Er und ein paar andere hatten sich eines Nachts Mut angetrunken und gingen zum Bergwerk. Ich wusste, dass der verdammte Bourbon irgendwann sein Tod sein würde. Sie redeten ständig darüber, noch was rauszuholen, bevor dieser Deke Sykes von Hornwhite Industrial das Bergwerk schließen würde. Tja, der Mistkerl hat dann den Eingang gesprengt, obwohl da noch Leute drin waren. Okay, wann ist das vorgefallen? Das war im Januar 76, nachdem Hornwhite das Bergwerk praktisch leergeschürft hatte. Ich bin nicht naiv. Er ist tot. Das ist mehr als 20 Jahre her. Und wenn der Hunger ihn nicht dahin gerafft hat, dann die Strahlung. Ich hoffe nur, er hat nicht zu sehr gelitten. Okay, warum hat niemand versucht, sie da rauszuholen? Meinst du, ich hätte es nicht versucht? Entschuldigung. Ich habe mir die nackten Hände blutig gegraben, bis sie mich weggezerrt haben. Ja, ist okay. Sie sagten, mein Papa wäre weggelaufen. Und die anderen hätten Mononga auf der Suche nach Arbeit verlassen. Wurde wohl was vertuscht. Entweder haben sie sich von den Hornwhites schmieren lassen, oder sie wollten die Kosten einer Rettungsaktion nicht tragen. Okay. Was möchtest du wissen? Erzähl mir mehr über diesen Job. Klar, ich sag dir, was ich weiß. Wonach soll ich suchen? Nun, ich weiß nicht, ob du mehr als nur ein paar Leichen finden wirst, aber wenn du auf was stößt, das meinem Papa gehört hat, wäre ich dankbar, wenn du es mir bringen könntest. Okay, aber ist das nicht etwas makaber? 1907 gab es da eines der größten Grubenunglücke in der Geschichte. Und fast zwei Jahrhunderte später werden noch mehr Leute eingeschlossen und begraben. Also, krieg nicht das Gruseln, wenn du ein paar Skelette siehst. Mittlerweile liegen überall Leichen rum. Gewöhn dich dran. Okay. Sollte ich noch etwas bestimmen, die Augen offen halten? Eine Sache gibt es tatsächlich. Eine Taschenuhr. Die hatte mein Papa immer dabei. Wenn du sie findest, weißt du, dass er es ist. Sie ist graviert und innen ist ein Foto von uns. Dürfte also leicht zu erkennen sein. Okay. Was möchtest du wissen? Erzähl mir was von dir. Klar, okay. Du kommst aus Mononga? Ja, bin da geboren und aufgewachsen. Ich war froh, als ich aus dem Drecksloch raus konnte. Besonders nach der Sache mit meinem Papa. Okay, warum hast du dort nicht gerne gelebt? Die Stadt war voller Idioten und Feiglinge. Haben sich von Hornwhite Industrial rumkommandieren lassen, als hätte uns irgendeine Firma wirklich helfen wollen. Die Hornwhites konnten sich alles nehmen. Unsere Jobs, unsere Rohstoffe, selbst unsere Leute. Okay, warum ist Mononga ausgestorben?
Cornwright Industrial hat sich sofort wie der große Retter aufgespielt und der Stadt eine Menge Geld für die Schürfrechte bezahlt. Mit ihren Robotern nahmen sie den Leuten die Jobs weg, schürften das Bergwerk so weit es ging leer und ließen uns dann hängen. Gut. Was möchtest du wissen? Ich habe mich entschieden, ob ich dir helfen werde oder nicht. Okay. Also? Yep, ich werde helfen. Danke dir. Ich gebe dir, was ich entbehren kann. Gut, Questbaum mit viel Gefühl. Alles Klärchen. Hilf Maggie Williams, einen unbezahlbaren Gegenstand aus dem Bergwerk. Warum denn immer Kraftwerk? Bergwerk, Mann! Zu bekommen. Gut, das haben wir doch jetzt, ne? Genau. Finde einen Weg ins Bergwerk Malonga. Sprich mit Maggie darüber, wie du ins Bergwerk gelangst. Okay, dann machen wir das. Wie läuft's denn so? Hast du irgendwelche Ideen? Warst du schon beim Bergwerk Malonga? Nee, noch nicht. Ich brauche irgendwelche Ideen, wie man reinkommt. Bei den ganzen Atomraketen, die vom Himmel regnen, hätte er mal eine beim Bergwerk Monongah einschlagen können. Eine starke Explosion dürfte die Trümmer bestimmt wegsprengen. Dann könntest du reingehen. Alle gleichen. Gut. Viel dann Glück. Mach ich mich auf den Weg. Öffne das Bergwerk Monongah mit einem Atomsprengsatz und betritt dann das Bergwerk. Ach du meine Güte. Okay, dann würde ich sagen. Oh Gott. Machen wir das? Doch, das würde ich gerne erst am Sonntag im Stream machen. Mal gucken, wie weit ich dann komme. Wer Lust hat, kann ja sehr gerne mitmachen, mitjoinen, mithelfen, würde ich mich drüber freuen. Ja, also jetzt am Sonntag den, ach du meine Güte, das wäre der 23. August im Stream abends ab 20 Uhr. Ja, würde ich da gerne rein. Wer Lust hat, kann gerne hier unten in die Kommentare schreiben, ob er oder sie mit möchte. Probieren wir es zusammen und schauen, wie weit wir kommen. Gut, dann würde ich sagen, soll's das für diese Folge gewesen sein. Eine kleine Zwischenfolge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Bis dahin. Macht es gut, bleibt gesund und ciao.